Großer Fan von Coldplay. Eins meiner Lieblingsstücke, natürlich sehr, sehr bekanntes Werk. Jeder kennt es, Viva la Vida. Und ich habe mir für dieses Stück, weil es wirklich wie ja, eine Fuge von Johann Sebastian Bach Stück nach Stück sich aufbaut und es so viele verschiedene Stimmen gibt, die allerdings immer über derselben Harmonie liegen. Und habe ich mir überlegt, dass das doch eine wunderbare Möglichkeit wäre, sich ein eigenes Orchester mit einem Pedalboard einzuspielen. Das mache ich auch sehr, sehr gerne und ist natürlich eine tolle Sache, das live gerade zu machen, aber auch fürs Album glaube ich auch, dass es eine tolle Wirkung hat. Das heißt, die ersten 1,5 Minuten ist praktisch nur mein Instrument drüber und drüber gegabbelt. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut auf die Geige drauf und ist wirklich ganz, ganz toll geworden. Ist also wirklich mit einer meiner Lieblingstracks von dem Album. Für mich ist Cry Me a River wirklich mittlerweile auch schon ein Klassiker, obwohl es gar nicht so alt ist. Ich glaube, das Stück ist vor 10 Jahren zum ersten Mal rausgekommen. Hat wirklich einen tollen Groove im Original schon gehabt. Ich habe es damals vor 10 Jahren schon gehört und habe einen Geigenpart dafür gehört. Habe damals, bin da nicht näher drauf eingegangen, aber mittlerweile nach 10 Jahren hatte ich gedacht, ich brauche unbedingt ein R&B-Stück auf dem Album, weil ich das noch nie gemacht habe. Das war für mich Neuland und habe mich sehr gefreut, dass es das funktioniert hat. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich natürlich auch immer gerade bei den Crossover-Projekten versuche, klassische Werke mit einzubauen. In diesem Fall aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, das Scherzo, was eine unglaubliche Energie im Original schon hat. Ich habe natürlich versucht, dieses Stück wieder in etwas in eine andere Welt zu vermischen. Die Orchestrierung ist immer noch sehr klassisch. Der Geigenpart habe ich sehr virtuos gehalten. Und habe natürlich die Energie des Stücks gehört und mir überlegt, welche Musikrichtung kann das widerspiegeln. Und das ist heutzutage Rock'n'Roll. Dementsprechend natürlich auch das Arrangement so geschrieben. Ich glaube, das ist eine tolle Rocknummer geworden. Ich glaube, da hat Beethoven leider nicht die Mittel gehabt damals, aber ich glaube, er wäre damit sehr zufrieden. Ich habe ja in der Vergangenheit viele Stücke von Michael Jackson auf meinem Instrument der Geige arrangiert. Da dieses Album relativ viele schnelle Stücke beinhaltet, wollte ich von Michael Jackson dieses Mal etwas Ruhigeres nehmen, und zwar Human Nature. Habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wie man dieses Stück auf dem Instrument umsetzen kann. Und habe mich im Endeffekt dafür entschieden, das fast ohne Bogen zu machen, also praktisch nur mit der rechten und linken Hand Pizzicati. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz neue Art und Weise, wie man das Instrument spielen kann. Und ich freue mich, dass ich den richtigen Bezug zu diesem Stück gefunden habe. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schön geworden. Tico Tico ist wieder eine ganz andere Richtung, die ich bis jetzt noch nicht eingeschlagen habe, eine musikalische Richtung. Und zwar ist es ein im Original ein Gitarrenstück, was aber von den Rhythmen her brasilianisch, mexikanisch, South American Rhythmen vorweist und sehr virtuos ist. Ich habe auch in diesem Sinne, einfach weil es die Tradition auf der Gitarre hat, versucht, die Geige auch als Percussion und als Plug-Instrument in diesem Sinne zu sehen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Pizzicato mit eingebaut, linke Hand, rechte Hand, und es versucht wirklich so virtuos wie das Original auch auf dem Instrument zu machen, aber halt einen ganz anderen Stil auch zu suchen von dem Ton, den die Geige gibt. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Beweis geworden, dass man mit der Geige so ziemlich alles machen kann.
versuche ja immer auch sehr, sehr viel klassisches Material mit in diese Crossover-CDs hineinzubekommen. In diesem Fall auch eine, ja, eigentlich eine Popballade, die Chopin geschrieben hat vor über 150 Jahren. Ein ganz, ganz tolles, emotionales Stück. Ich glaube, dass das eins dieser klassischen Werke ist, die, was auch immer man für Musik hört, man hat, man verbindet etwas damit. Und es war eins der Stücke, die relativ spät angefangen worden sind zu arbeiten fürs Album, aber ich musste dieses Stück drauf haben. Ich glaube, auch für die Balance des ganzen Albums ist das sehr, sehr wichtig gewesen. Filmmusik ist natürlich auch etwas, was ich in meinem Alltag sehr, sehr gerne höre. Großer Fan von John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, habe ich ja auch schon ein paar Stücke aufgenommen von. Dieses Stück ist eigentlich das Hauptthema aus den Bond-Filmen. Und ich habe in diesem Falle auch noch etwas gesucht, was es etwas interessanter macht, etwas moderner. In dem Sinne habe ich, weil es dieselben Harmoniefolge hat, wie das Riff from A Whole Lot of Love von Led Zeppelin, habe ich beide versucht zusammenzubringen. Und ich glaube, es ist eine ganz interessante Kombination daraus geworden. Es ist ein wunderbares Werk von Clementi, was auch in den letzten 60 Jahren neu arrangiert wurde als Popwerk. Viele kennen es von Phil Collins, Groovy Kind of Love. Im Original ist es für Klavier aus der Sonatina Nummer 3. Tolles Stück, großartige Harmonien und ich glaube, das ist eins dieser Werke, die ich unbedingt auf dem Album haben wollte, weil es wirklich zeigt, wie eng klassische und populäre Musik zusammenliegen. Ich glaube, jede Musikrichtung, die es gibt, hat auch sicherlich ihre, ja, die Werke, die wirklich Eindruck hinterlassen haben. Sandstorm kommt ja aus der Zeit des, der frühen 90er Jahre, der Techno-Bewegung. Und es gibt nicht viel, was ich aus dieser Zeit mag und was ich mir noch anhöre, aber Sandstorm hat einen unglaublichen Rhythmus, ein Motiv, das wirklich sofort in Erinnerung bleibt und es war wirklich eins dieser Werke, die ich auch damals schon gerne gehört habe. Ich glaube, auf der Geige, gerade in Kombination mit der Virtuosität, die ich versuche da einzubringen, ist das ein tolles Stück. Musik von John Miles ist natürlich einer der ganz großen, ja, ganz großen orchestralen Tracks, auch schon im Original. Was ich versucht habe mit dem Stück von John Miles, ist natürlich, ist in den 70er Jahren geschrieben worden, dementsprechend natürlich auch die Idee der Musik von der Vergangenheit, von der zeitgenössischen Musik als auch der zukünftigen Musik ist ein bisschen anders geworden. Das heißt, als ich das Stück angefangen habe zu arrangieren mit Frank, habe ich mich daran orientiert, wie wir heutzutage Musik sehen im 21. Jahrhundert und das Stück praktisch auf unsere Zeit nochmal zugeschnitten. Saber Dance, ein sehr rhythmisches Werk. Dementsprechend habe ich wieder versucht, diese klassische Musik in ein anderes Genre reinzubekommen und zwar was hat diese rhythmische Intensität, Punk, und habe dementsprechend viel die Ramones gehört, als auch Green Day und viele, viele andere amerikanische Punkbands und versucht auch den Groove sehr einfach zu lassen, allerdings viel Virtuosität obendrauf zu hauen, auch mit der Gitarre als auch mit der Geige. Ich weiß, es ist ein bisschen vielleicht kontraproduktiv, wenn wir an Punk denken, aber ich glaube, für dieses Stück war es genau die richtige Entscheidung. Johann Sebastian Bach, für mich eigentlich der Komponist schlechthin und ist praktisch etwas Unmögliches, nicht etwas von Bach auf einem Crossover-Album drauf zu tun, gerade weil für mich er der
Urheber großartiger Musik ist. Und ich habe mir für dieses Album ein Stück ausgesucht, was im Original aus einem Konzert für Cembalo ist. Und ja, das ist natürlich die große Herausforderung, wenn man etwas von einem anderen Instrument auf die Geige umschreibt. Natürlich die Intensität und auch die Intention, die dieses Stück hat, also diese lange Melodie, die praktisch nie aufhört, hinzubekommen. Aber ich glaube, wenn man ein Album schreibt, müssen auch Herausforderungen dabei sein. Und das war sicherlich eine, aber ein großartiges Stück, und ich bin froh, dass das mit dabei ist. Ich glaube, viele Leute wissen, dass ich ein großer Fan von Queen bin. Es war die erste CD, die ich mir als 14-, 15-Jähriger gekauft habe. Es fing ja damals an, dass ich mich mehr mit Rockmusik ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und Queen, gerade die Stimme von Freddie Mercury, die Art und Weise, wie etwas arrangiert wurde bei Queen, war für mich etwas, was große Faszination hervorgerufen hat. Und We Will Rock You ist nun wirklich der Track von Queen, den wirklich alle kennen. Das ist eine Stadionshymne, das ist aber auch etwas, was man privat sehr, sehr gerne hört. Und ich habe wirklich versucht, dieses Stück eine neue Nuance zu geben, indem ich Queen mit Niccolò Paganini vermischt habe. Gerade die Vocals, die Verses in der Mitte sind ja in dem Sinne unmöglich, nur ansatzweise in die Richtung wie Freddie Mercury hinzubekommen. Das heißt, ich bin davon ganz weggegangen und habe versucht, einen klassischen Approach, also eine klassische Einstellung dazu bekommen, und habe viele der Capricen von Paganini ansatzweise versucht mit einzubringen. Das ist die Nummer 1, die Nummer 5 drin und auch ein bisschen eine eigene Variation. Da ich selber schottische Wurzeln habe, von der Seite meiner Mutter, der Name Garrett gibt es ja schon ein bisschen her, habe ich gedacht, gerade die Tradition des Geigenspiels in einer volkstümlichen Art und Weise ist ja gerade in der irischen Volksmusik mit dem Instrument gegeben. Und ein ganz tolles Stück heißt 1000 Pipers. Wir haben das Hauptthema von 1000 Pipers genommen und das vermischt mit eigenen geschriebenen Sachen. Und ich glaube, dass es wirklich ein Stück ist, was die Geige wieder aus einem ganz anderen Licht zeigt, wie man ein Instrument spielen kann. Auf der anderen Seite auch einen ganz anderen Sound gibt fürs Album. Und da das Album ja nun mal Music heißt, war das natürlich die Aufgabe, wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen, wie dieses Instrument oder wie Musik zu spielen ist. Ludwig van Beethoven, zwei Stücke dieses Mal dabei, das Scherzo als auch den letzten Satz der 9. Sinfonie. Für mich ist das die Zusammenfassung eigentlich des gesamten Albums. Ein Stück, was für mich zeitlos geschrieben worden ist, für mich großartige Harmonien hat, eine tolle Melodie, aber auch die Energie, die ein Rockstück hat. Jeder Mensch kennt dieses Stück, nicht vielleicht jeder weiß, dass es von Ludwig van Beethoven ist, aber für mich bringt das eigentlich das ganze Album zusammen.